Ich tue zu. So, Bananencup, weiter geht's. Jo. Wie ihr seht, Bibliogy Kamiknaller. Natürlich mussten wir es jetzt zum zweiten Mal aufnehmen. Ja, abgeschmiert. Weil der Akku gesagt hat, nö, ich spiele es mal alle. Egal, nehmen wir es nochmal auf. Ja. Und schon mal schön reingeschubst. Aber naja. Gebt mir wenigstens einen Eintritt. Wie klar. Ja, was wir sagen können, davor haben wir aufgenommen, da hatten wir einen Stern gerade so erreicht. Mit 57 Punkten, also. Ich glaube, das für dich ist besser, hoffe ich mal. Aber eins können wir sagen, die Qualität wird jetzt besser sein bei den nächsten Videos. Weil wir jetzt auf die Idee gekommen sind, wir nehmen ein Kamerastativ. Mensch, hätten wir von selbst drauf kommen können, ey. Yep. Aber wir sind halt nicht sehr klug. Naja. So. Ja, solche Stative sind schon was Tolles. Ja, die sind tolle Erfindung, muss man immer sagen. Na, ah, schade. Okay. Controller sagt, ich spring nicht. Ja, nicht. Passiert öfters mal, ne? Naja, es ist ja egal. So. Jetzt ein roter Panzer. Wie klar war das denn? Egal. Der blaue Panzer geht schon mal nicht auf uns. Ein Pilzes. Schießen bei den Kopf seit ich fahren? Jupp. Beiden werden wir dann mal über neue Projekte vielleicht backen. Oh, der erste. Schön. Schon aufpassen. Ja. Ah, das ist ärgerlich. Na, man kann es ja mal versuchen. Okay. Egal, weiter geht's. Ja, beim ersten Video ist es besser gelaufen. Meine gefangen ist. Warum nimmt der keinen Knaller? Ganz einfach, weil es in dem Cup auf Offroad ankommt. Und ja. Dann guten Offroad, gute Beschleunigung, gutes Tempo. Ich hasse Kartfahrer. Die nehmen nur Platz weg. Die Turbo brauchst du übrigens nicht machen. Ja, ich wollte aber irgendwie nicht runterfallen. Ja, weiterfahren. Es ist doch alles. Für einige, die es vielleicht nicht können, wie das geht, Mini, also so ein Standturbo. Auf Bremse gehen und dann Gas geben, warten bis der blaue kommt und dann einfach von der Bremse runtergehen. Yep. Nicht besonders schwer. Das sollte man aber nur bei denen machen, die keine gute Beschleunigung haben. Also so wie Bowser, Bike, Torpad und sowas. Blau Panzer? Komm bitte nicht. Gut, schaffst du. Ja. Hintergrundmusik, ne? Muss sein. Wie klar, Mario halt, ne? Ja, erster Platz. Und weiter zum nächsten Rennen. Vielleicht werden es einige im ersten Video bemerkt haben. Ich habe einen Fernseher von LG. Das ist natürlich keine Schleichwerbung. Aber wir waren halt im ersten Video zu blöd dazu, kein Kamerastativ zu nehmen. War natürlich sehr blöd. Wenn jetzt alle Cups am Stück fahren, also die letzten 5, also 4 plus den hier, dann werden wir mal auf Reaktion hoffen. Gute Reaktion. Klar, mit Kamikneller kann man auch Wasser fahren. Hat ja geile Aufbauwerte. Immer. Warte, welches sind das Bike, welches noch einen höheren Offroad-Wert hat? Es gibt eins. Ich glaube, es gibt eins. Ich weiß ja nicht, wie das heißt. Das hast du auch gesagt, das ist noch besser als Kenknaller. Quack-Quack ist auch ein. Ja, der hat einen guten Offroad, hat eine gute Beschleunigung. Aber. Das ist immer online mit, ne, Niklas? Klar. Aber das Endtempo ist nicht gut. Das ist nicht ganz gut. Oh, jetzt habe ich deinen Namen genannt. War ja schon in den ersten paar Videos auch schon. Ah, habe ich deinen Namen genannt? Aber ja, wie gesagt, er ist Niklas und ich bin Aaron.
Ja. Nee. Oh. Ich hasse diese Krabben. Wer Krabben noch hasst, liken. Ja, klar, wir betteln um Likes. Wenn es einige ja. auch sagen, oh nein, was sind das für welche? Ja, aber. Ganz ehrlich, wer keine Likes. Also, wer YouTuber ist und sagt, Likes sind, gehen mir am Arsch vorbei. Also, nicht am Arsch, sondern das andere vorbei. Wer lügt eigentlich? Weil ich glaube schon, dass man auf Likes guckt. Oder Niklas? Klar, auf jeden Fall. Also ist das schon, wenn es doch schön, wenn andere ja. halt die Videos gefallen. Darum macht man es ja auch so als Let's Player. Nicht unbedingt. Also ich finde nicht mal, dass er so auch Spaß, weil Videos auf einem Spaß macht. Ja, auf jeden, ich glaube, das ist da auf jeden Fall der Grundgedanke. Also wenn es keinen Spaß macht. Dann kannst du leicht damit aufhören, ja, wenn man nur auf, keine Ahnung, zum Beispiel YouTube-Partner werden will, der sollte sofort aufhören. Auf keinen Fall. Sinn. Also man muss sehr viel Spaß dran haben. Auf jeden Fall, man will ja den Spaß mit anderen Leuten teilen. Und ja. Auf jeden Fall ein schwieriges Thema. YouTube-Partner und sowas. Ja. Also die Qualität sollte in den nächsten Videos sehr gut sein, auch in diesem hier. Also die ersten drei Videos. Okay, das erste ist wirklich schlimm, aber das zweite und dritte geht eigentlich noch und jetzt sollte die Qualität eigentlich sehr gut sein. Ja. Das war jetzt natürlich kein bisschen gecheatet von den Computern oder so. Nein, gar nicht. Kein bisschen abgepasst oder so. Nein, gar nicht. Von anderen ist es ja nicht so, dass es abgepasst wird. Da wird einfach Blitz drauf gehauen und wenn du Pech hast, bist du sehr schnell letzter. Also wenn du Pech hast. Hier gibt es zwei Wege, einmal links, einmal geradeaus. Der rechte ist vermutlich der kürzere. Ja, wenn man geradeaus fährt, dann kann man noch ein Wheelie ziehen, bevor man weiterfährt. Ich weiß echt was besser. Ich habe es noch nie ausprobiert, weil rechts irgendwie Wheelie ziehen und links halt die ganzen Turbo drückst. Genau. Oh, das ist bitter. Zweiter Blitz. Naja, das ist halt immer komisch. Falls ihr auch irgendwelche Fragen habt zu Mario Kart, wie wir das machen oder das machen, also könnt ihr einfach fragen. Wir beantworten die bestimmt. Jo. Und jetzt. Ja, also ein Stern sollte drin sein. Klar. Ja, also der zweite Film ist auch eine meiner Lieblingsstrecken. Ich finde die echt cool. Kommt im Online-Modus auch sehr oft vor. Muss man sagen. Auf jeden Fall. Was man natürlich auch ganz fies machen kann, Online-Modus einfach nur die Abkürzung ein paar Bananen setzen. Am besten am Ende. Ja, genau, oder halt. Oder direkt am Anfang. Genau, dann kommt man da jetzt rein. Oder ja, wenn man Pilz haben, wenn die Steine haben natürlich da. Wenn man richtig gut ist. Hat. Dann nimmt man eine Banane und wirft einfach rein. Ja, ganz einfach. Dann ist das natürlich richtig fies für die Gegner. Das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ja. Also, da dürften mindestens zwei Schnitte Garantie drin sein. Ja, okay, jetzt außer runtergeschockt. Ist nicht viel passiert. Ja, Waluigi Arena. Auch eine, für mich, finde ich, coole Strecke. Gleich erst auf dem ersten. Oh. Ja, das ist natürlich alles voll genial mit diesen, wenn man ausweichen will, dann. Naja. Das fand ich ganz schlecht, aber das war gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns gerade Osterferien. Schön, schöne Zeit. Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch mehr als eine Woche. Ja, eine gute Woche jetzt ungefähr noch. Mega schön. Kann ich lange ausschlafen. Boah. Hier kann man, hier außen, dann hier den Drifterloft zünden,
damit man die Kurve ganz, ganz eng nimmt. Das war jetzt na gut. Das war natürlich. Das war gut. So kann man zum Beispiel die Luftzeit, wenn man in der Luft ist, verkürzen. Und dann kann man. Fährst du da immer so? Nicht immer, aber manchmal. Also. Oh, das ist natürlich super. Cool, ich bin hier oben drauf, also habe ich auch nicht erlebt. Man erlebt viele Sachen, Marek. Ja. Sind das Regenbogen Boulevard, da kannst du dich wirklich aufregen. Da sind so ein paar Sachen, die werden wahrscheinlich auch gezeigt. Falls uns was passiert. Ja. Also das ist wirklich schlimm. Fast runtergeschockt, also das ist unglaublich in diesem Cup. Aber eins muss man sagen, Marek hat von einer Rätsel nicht komplett. Viele, also die ganzen Erwachsenen, die sagen immer, bei Ballerspielen werden Kinder aggressiv. Finde ich jetzt persönlich nicht. Kann ich nicht unterstreichen. Dann sollen die es noch Mario Kart spielen. Dann. Das war jetzt voll genial. Ich meine Banane hinten und Josh fährt rein, ich meine Grün raus, zack, Luigi, ne? Das war jetzt nicht. Was ich letztens auch irgendwo gesehen habe. Dass irgendwelche Selbstmordattentäter so ein Ballerspiel üben, wie sie es am besten inszenieren können. Das glaube ich nicht. Weil was kannst du zum Beispiel in Serie am besten machen? Nimmst du den Waffenballast rum? Ja. Super. Das glaube ich nicht. 11 Sekunden? Das sieht doch schneller. Das kann auch schon 3 Sterne werden. Zwei, drei Sterne sind garantiert mindestens drin, also. Und es sind Bananen Cup. Es sind ein Stern. Jawohl, gut. Also bis zum nächsten Video, ne? Mindestens 1 Stern, super. Tschüss.